Servus, grüß euch. Ich bin kurz vor Leoben in der Steiermark, wo endlich das Area 53 2021 Festival stattfindet. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder zu rocken. Und natürlich hoffe ich, dass das Wetter hält und die Frisur auch. Frisch eingetroffen am Area 53, am Campingplatz, am Caravanplatz, gleich in praktischer Klo- und Duschennähe. Und ich habe gesehen, da drüben ist schon eine illustre Person anzutreffen. Moment, wo ist denn da der Eingang bei euch? Grüß euch, Nachbarn! Hi. Grüß euch! Diese Person kennt man eventuell. Ich arbeite gerade. Hans-Jürgen Berger, grüß dich. Immer mal. Was schneidest du da leicht? Ja, das grandiose Era-Video. Diese Jugend, die schneidet haben nur um 2,86, also von dem her. Richtig geniale Aufnahmen, schau dir das an. Ich meine, es hängt schon ein bisschen, es hat schon einige Jahre im Buckel, ist das nicht göttlich? Wie geil. Ja. Flo von Flo's Metal Whirlpool, wohnt neues verlinkt. Ja, ich gehe jetzt einmal rein und hole mir meinen Eintritt oder so. Ja, und dann Bier. Bis später. Danke, Metal-Leiter! Ja, die ersten Leute haben mich gerade erkannt. Ich glaube, die haben mich verwechselt. Ah, schön. Richtig geil. Es tut so richtig gut. Endlich wieder mal über einen Campingground drüber zu gehen. Ja, der Konsum ist wichtig in einer kapitalistischen Gesellschaft. Grüß euch! Der Geldscheißer. Ah, ja, sehr wichtig. Da hinten ist schon die Bühne! Access all areas, baby! Und da warten wir. Da wird schon brav Sound gecheckt. Zugabe! Merchandise! Das ist super! Das ist also das noch recht leere Area 53 Gelände. In ein oder zwei Minuten ist offiziell Einlass. Da wartet schon die Meute, die Menge. Ja, das erste große eigentlich Festival seit der Pandemie. Es ist natürlich, kommt es wieder bei Auflagen, zum Beispiel einen speziellen Sicherheitskonzept. Man muss sich zum Beispiel ausweisen, die berühmten 3G-Regeln, ob man getestet, geimpft oder genesen ist. Dann kriegt man dieses Bundle. Und aber am Eingang gibt es auch eine Registrierung mit QR-Code. Ja, aber das nimmt man doch gerne in Kauf dafür, dass man endlich wieder rocken darf. Und ja, nächstes Jahr ist das sicher alles wieder viel leichter. Soeben ist der offizielle Einlass, der Einlassbefehl gekommen. So, wo gibt's jetzt das Bier? Grüß euch! Servus! Grüß dich! So, der Chef! Grüß euch, servus, grüß dich. Das sind wir online lang. Ihr habt es ihm schon gesehen, er war in meinem Video, er ist fast berühmt zu euch. Ja, das sehe ich doch fast so wie du, ja, das ist klar. Nein, komplett. Zweiter Tag. Ich bin halt schon gerade erst gekommen. Ich weiß. Also, hätten wir uns gestern schon gesehen. Stimmt ja eigentlich, oder wir hätten es vergessen. Nein, ich nichts, was bei der Arbeit nichts dafür machen. Sehr, sehr professionell. Außerhalb der Arbeit. Ja, der Hannes, wahrscheinlich die kurze Sekunde, wo ich am erwische, wo er nicht voll im Stress ist. Bin ich zwar jetzt eigentlich schon, aber für normal, da nimmt sie eher 2 Sekunden immer. Zeit. Na cool, na passt, dann gutes Super. Gelingen, Dankeschön. Alles sehr, sehr geil. Passt, und wir legen wieder los, zweiter Tag, gehen wir Gas. Für mich erster Tag, aber es wird sich anfühlen wie der zweite. Weiter, das Top ist. Ja, mir auch. Passt. Oh, wie geil. Pressebereich. Da kann ich sogar rein. Das ist ja sogar für mich gedacht. Sehr schön. Ah, sehr, sehr cool. Strom. Ich hätte schon den ersten mittelgroßen Konflikt des Tages. Ich laufe Gefahr, mich zu strangulieren. Aber ich glaube an mich.
Sondertransporter, der Hannes braucht das von mir. Auf geht's! Auf geht's! Was ist los? Wir sind auf der Area 53 Müllerpur, sind wir. So. Metal, Alter! Ganz genau! Ja, was? Exklusive Einblicke in den Festivalalltag. Ja, genau. Hier transportiert der Chef den Müll noch den. Genau so ist das. Ja, da kriegt man exklusive Einblicke in den Festival-Organisationsalltag. Richtig, richtig geil. Also, so muss Festival wieder. So, meine Damen und Herren, ich präsentiere den wahrscheinlich schlechtesten Autoaufkleber aller Zeiten. Naja, so schlecht ist er nicht. Schaut ziemlich gut, gell? Voll gut eigentlich. Jetzt muss ich drüber nachdenken. Es ist ein Wahnsinn. So, aber jetzt. Mit ein bisschen Verspätung ist es soweit. Ich muss traditionsgemäß eine Banane anreißen. Ja. Der Punkt ist wo, ne? Ja, es rennt schon, ja, stimmt. Profis unter Silvia. Da, hinter der Kamera Flo von Flo's Metal Whirlpool. Und jetzt. So. Das, die Biersorte, weswegen ich heute wahrscheinlich nur verprügelt werde. Wir schauen einmal um, dass wir die erste. Dass wir die erste Band zumindest ein bisschen dokumentieren. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und da hinten sind schon Erinnerungen. Flo dürfte gestern über die Stränge geschlagen haben. Gibt's das? Ja, es passiert relativ oft sowas. Ja. Danke. So, Backstage. Da muss ich jetzt natürlich aufpassen, damit ich die Privatsphäre von den Bands nicht verletze, weil Backstage ist ja eigentlich ein geschlossener Bereich. Da wollen sie die Bands vorbereiten, da wollen die Bands in Ruhe sich auf die Show konzentrieren. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, was ich da alles filme, wenn ich alles filme, aber ich versuche trotzdem da euch ein bisschen Einblicke zu geben. Aber entgegen der Mythen ist es Backstage überhaupt nicht lasziv und freizügig, sondern richtig professionell. So Menschen wie er zum Beispiel bauen alles auf und kümmern sich darum, dass es technisch extrem gut funktioniert. In der Realität ist es ein Arbeitsplatz wie jeder andere mit haufenweise Aufgaben, die erledigt werden müssen. Es ist 12:30 und der Akku von meiner Kamera ist schon leer. Jetzt muss ich jetzt auf die andere Kamera ausweichen. Die hat gerade schon Tag 1 vom Area hat er gerade hochgeladen. Diese genau, agile so Jugend, ist das. Das ist das Allerärgste. Hat einfach schon während dem Festival die Festival-Vlogs online. Ich bin noch nicht verprügelt worden dafür, dass ich mit einem Otterkring durch die Gegend rennt. Das ist nicht immer dasselbe. Nein, das ist das Zweite. Das 100. natürlich. Muss ich halt. So, inzwischen ist schon einiges an Zeit vergangen. Wir sind irgendwie da bicken geblieben beim oberösterreichischen Cluster. Da ein paar Leute aus Gäusern. Und wo sind sie noch her? Da?
Forchdorf! Forchdorf! Grüßen! Grüßen! Ja, wir reden schon wieder ganz über Dialekte und Wörter, die sowieso keiner versteht. Lieblingsbeschäftigung. Aber was aber jeder versteht ist... Mittelalter! Servus, grüß euch! Hallo! Wer ist denn da? Wer ist denn da? Müssen wir noch mal machen, das war scheiße. Mittelalter! Grüß euch, Siffler, Freunde bei Amos Metal. Das ist der genau. Flo, da, der Flo. Der Flo und... Und der ehrenwerte Humaldo, Humaldo, wir haben der beide, heute wieder mal rockt. Wir beide sind gleichzeitig die größten österreichischen Metal-YouTuber und auch die einzigen. Zwei Größen stehen auf dem Vödel derzeit, zwei Legenden. Ja, zwei Legenden. Metal-Alter! Metal, Alter! Und der Flau. Warte mal, ich will mir Bier nicht aufgeben. Super. Wunderbar, du bist der beste Metal-YouTuber. Dankeschön. Ja, ja. Aber das Video. Aber dieses Video. Das Video kommt am Tag Siffl aus dem Kanal online. Der Siffl. Der Siffl ist ja also fast mein Nachbar, ne? Super. Bist du aus Bayern oder wie? Das war uns noch mal sagst. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ich bin ein Weitler, kein Bayer. Okay, okay, das sind da Kulturen, die ich alle kenne, ich weiß nicht. Ich kann einen Plan für ihn. Ja. Dein Channel ist einer von den besten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt ja, werden wir gleich reinsteigen, direkt ins Festivalgelände. Ja, ich filme schon die ganze Zeit. Achso, mit deinem. Moment. Ich hatte gerade die Ehre, dass ich der Jen ihr Handy benutzen durfte, um eine Freestyle-Dancing-Session der Damen zu capturen. Inzwischen habe ich jegliche Kontrolle über mein Leben verloren und trinke einen Radler. Beschwerden bitte an die E-Mail unten in der Videobeschreibung. Jetzt spielen wir auf jeden Fall Northgard und da schauen wir mal kurz Backstage. Was man da hinten sieht, ist der Truck von Epica. Die kommen ungefähr mit 700 Millionen 1000 Tonnen Equipment. Dreimal davon raten, wenn dieses Equipment gehört. Es war absolut spitze, heute bei euch sein zu dürfen. Ich hätte nicht gedacht, dass das dieses Jahr noch klappt. Ein wunderbares Publikum, vielen, vielen Dank, Area 53. Dann die Backstage-Tente. Da drinnen sind die Bands stationiert und warten auf ihren Auftritt. Prost! Weitere exklusive Backstage-Eindrücke. Fressen. Oh! So, einmal
Trainierte Ameisen, Oberschenkel ohne Meniskus. Bitte schön. Dankeschön, danke sehr. Inzwischen bin ich schon einige Zeit im Backstage, was sehr gemütlich ist, weil als ja, Hobbymusiker bin ich selbst sehr gern Backstage unterwegs. Also deswegen fühlt sich das für mich sehr natürlich an, aber habe ich schon erwähnt, dass er der Geilste ist und er und alle eigentlich sind alle die Geilsten. Er ist der Allergeilste. Er hat gerade gesagt, dass sie der Allergeilste sind. Ja, Sie. Ja, der Herr Doktor. Der Herr Doktor hat gesagt, Sie sind alle geil. Sind Sie der Herr Doktor? Sie sind alle der Herr Doktor. Du bist der Doktor. Wir sind alle geil. Ich werde mich wieder mehr vor die Bühne begeben, weil jetzt kommen gleich Destruction und ja, JBO und viele weitere. Ah, das ist schön. Und das Wetter hält. Das Wetter hält. Das ist richtig geil. Sonne scheint, obwohl der Wetterbericht angesagt hat, 80% bis 100% Regen. Ja, sehr geil. Aus dem fernen Deutschland sind Leute angereist. Leute! Die Metal-Leute zelebrieren nämlich! Metal-Leute! Metal-Leute! Das ist Quatschen, gell? Ja, das ist Quatschen, sag ich. Das ist geil. Ja, Mann, kann man anschauen. Run!
so nüchtern. JBO macht lauter. Boric, du warst ein Leibbauer. Was ist? Grüß euch! Grüß euch! Wie gefällt's euch? Alles gut? Alles leibhaft? Alles saugeil. Schönen guten Morgen. Es ist inzwischen Samstag. Ich habe keine Ahnung mehr, was gestern in der Nacht noch passiert ist. Aber jetzt ist auf jeden Fall das eingetreten, was alle befürchtet haben. Es schüttet, es regnet und dies nicht zu wenig. Lagebegutachtung, ja. Es regnet schon eine Zeit lang. Der Guard lässt nur auf sie warten. Morgen! Die Stimme kehrt langsam zurück, aber ich bin nicht so ganz so sicher, ob die jemals wieder vollständig zurückkommt. Die ersten brechen auf. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die geilsten Gummistiefel habe. Die gehen bis zu den Knien, voll geil. Ja. Servus, grüß euch. Ja, inzwischen bin ich wieder fast lebendig und das ist mein neues Festival-Outfit des zweiten Tages. Ich bin zum Motorkringer geworden. Er ist ein Postler. Ich bin zum Motorkringer geworden. Ja, also. Okay. Gags. Ich bin zum Motorkringer geworden. Ich hab den Chip. Der erste Gag des Tages hat schon mal gezogen. Holt die Kosten! You are a legend.
harter Schnitt direkt zurück in mein Studio. Inzwischen ist es Sonntagabend. Ich habe das Video fast fertig geschnitten. Also dieser Clip da fehlt mir noch. Ja, und wie ihr wahrscheinlich euch eh jetzt denken könnt, ich hab's nicht geschafft, dass ich den Samstag durchhalte. Ich bin offiziell ein Schlappschwanz, ein Weicher, ein Lulu. Am Samstag Mittag habe ich die Welt nicht mehr bockt. Ich habe dann probiert, die Bands zu filmen, aber um eins oder was war mein komplettes Equipment schon bratsch, nass und ja, und dann habe ich gesagt, aus, ich gehöre nicht zu dieser, ich gehöre nicht mehr zum harten Kern, der es zwei Tage auf einem Festival komplett im Regen aushält. Deswegen höchsten Respekt, Kudos an alle, die wirklich alle drei Tage dort waren und auch ganzen Samstag nur erlebt haben, bis zum Schluss. Ich hoffe trotzdem, dass euch mein Festivalbericht gefallen hat, auch wenn nur die Bands von einem Tag mehr oder weniger drauf waren. Wenn ihr mehr Material sehen wollt, schaut doch beim Flo vorbei, vom Flo's Metal Whirlpool, ich glaube, er ist im Video gebührend genannt worden. Der hat fast, glaube ich, jeden Tag ein Video hochgeladen, also da gibt es noch weiteres Material vom Festivaltag. Ja, das war's dann für mich, von mir. Hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr vorbeigeschaut habt. Es war mir eine große Ehre, an Area 53 2021 dabei sein zu dürfen und sogar Backstage meine Abenteuer zu vollbringen. Ich hoffe, ich bin den Leuten nicht zu sehr auf die Nerven gegangen, aber ja, es ist doch schon relativ flüssig gewesen und ich meine jetzt innerlich flüssig, nicht dieser samstägliche diese Außenflüssigkeit. Gut, dann danke fürs Zuschauen und schaut wieder vorbei auf meinem Kanal, wenn euch das taugt, was ich da mache und wenn es euch taugt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Metal, Alter!